Was? Warum denn? Ja, halli, hallo und einen wunderschönen hier Ding, Samstag da, das Zeug, ihr wisst schon, liebe Kaspar, Kasparinnen, Kaspens, Kaspis, Kaspande, Kaspinos, Kaspernauten, Kaspernautinnen, Kaspernaut aus Kasperisierte und niesende Nilschiffer aus Niederzieher. Mein Name ist Arbeitspulli und die Leute sagen immer: Gute Nacht, Wesley, gute Arbeit, schlaf gut, wahrscheinlich bringe ich dich morgen früh um. Ja, kann man so machen, oder? Das ist doch viel schöner als einfach nur Gute Nacht, John Boy. Das hat doch viel mehr Herz, das ist viel persönlicher, das gefällt mir. Wisst ihr, wer auch immer sehr persönlich mit seinen Fans umgeht? Ja, genau, ein gewisser fränkischer ehemaliger Medienmogul, der sicher schon mit den schorfigen Hufen scharrt, um wieder back to business zu gehen. Und was er so in seiner Frühzeit getrieben hat, sehen wir uns derzeit gerade an. Dem sage ich, dass ihr wisst das wahrscheinlich, ne, was wir gerade sehen. Ja, würde ich sagen, machen wir einfach weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar damit. Ja, ihr habt jetzt gedacht, es geht wieder um Snoo Snoo. Nein. Vlog des Drachen 5. Facebook, ACC, wahrscheinlich mein Account, und Seite Fehler. Rainer, wieso eigentlich Facebook? Mann. Samstag, 26.10.2014, wolkenlos, 6 bis 15 Grad. Und wenn er auch noch Rückumschläge erwähnt, gehe ich direkt in den Wald und schreibe wieder ein paar Bäume an. Metal-Leute, servus und herzlich willkommen. Hallo Reini, glaube ich zumindest. Du bist es doch, oder? Es ist nämlich, du kannst das nicht sehen, weil es zu dunkel ist, aber es ist dunkel. Schön unheimlich. Ja, jetzt schon. Aber nein, Licht ist an, es ist nicht mehr unheimlich. Nein! Eigentlich ist es jetzt gruseliger als vorher. So, ich gehe gerade in meine Treppe hinter und da ist ein ziemlich perverser Kalender. Den soll ich euch vielleicht nicht mehr zeigen, falls da Jugendliche dabei sind. Auf dem Kalender sind Jugendliche? Ja. Casa del Winkler, hochgradig pervers. Ja, und gesundheitsschädlich, ihr wisst ja, Schimmel ist überhaupt nicht gut für die Atemwege. Nichts Ungewöhnliches. Nicht, wenn man alleine wohnt, als Kerl, und... Davon abgesehen sind ja ständig irgendwelche Freundinnen bei ihm. Die haben ja auch gar keine Probleme damit, wenn irgendwelche Kalender mit, offenen Wunden an der Wand hängen. Ja, die Wand ist immer noch nicht fertig, weil ich einfach zu faul bin, das fertig zu machen. Und sie wird auch nicht fertig werden, bis die Bude planiert wird. Ich bin jetzt nur gerade kurz in der Küche, weil ich Hunger hab und die ganze Nacht wach war. Und jetzt habe ich die Wahl. Mampf ich einen Texas-Topf? Mampf ich einfach zum Frühstück Marmeladenbrot, was normalerweise bei mir Standard ist? Oder esse ich einfach ein Wurstbrot? Er sagt oder, dabei meint er und. Rainer, fang am besten mit dem Texas-Topf an, das ist das beste Frühstück. Brauchst du auch nicht warm machen. Bro, die Sache ist die, ich habe zurzeit bloß diese Teile hier. Werbung. Ja, Grüße gehen raus an den veganen Jametzka. So, ich überlege jetzt gerade, ob ich mir die schnell machen soll. Ja, da ist ein Ofen. Das ist schon hart, ne? Da stehst du morgens auf und gleich diese schweren Entscheidungen. Da haben wir es doch gut, oder? Wir müssen nur Kleinkram entscheiden. Schließt die Firma den 8-Millionen-Deal ab, ja oder nein? Warten wir noch eine Woche, kriegen wir vielleicht ein besseres Angebot? Oder operiere ich den Patienten jetzt am Herzen? Oder lasse ich's? Das sind so die einfachen Entscheidungen, aber eher... Mach ich mir jetzt Brot oder einen Texas-Topf? Oder beides? Er hat's schon schwer. Okay, ich mach mir die schnell. Kleinen Moment. So, meine Brötchen sind im Ofen. Das bedeutet, ich kann in etwa 10 Minuten futtern. In der Zwischenzeit gehen wir wieder nach oben. Ich habe jetzt nämlich gerade... Hätte ich jetzt eigentlich anlassen können, egal. Ja. Muhaha, genau. Ups, kein Fokus.
Na? Entschuldigung, Autofokus ist aus. Kleinen Moment. So. Hauptsache ein Autofokus, der wo fährt. Ich bin jetzt schon wieder oben, weil dieses blöde Autofokus, das hat jetzt irgendwie nicht hinkauen. Wie auch immer, hier kurz noch zum Ende jetzt vom Video möchte ich noch sagen, es gibt wieder Facebook, beziehungsweise die Seite ist immer noch existent gewesen. Die habe ich bloß nicht publiziert gehabt, also die habe ich depubliziert. Falls das Wort überhaupt existiert. Also ich habe dafür gesagt, dass ihr die nicht mehr sehen könnt, weil ich sie ja im Löschmodus hatte, wollte ich das halt nicht. Jetzt existiert sie wieder und zwar einfach aufgrund der Tatsache, dass mein Facebook-Account Drachenlord noch existiert. Ich dachte eigentlich, ich habe den bereits gelöscht, was mich sehr, sehr verwundert hat. Jetzt existiert er anscheinend noch. Und aufgrund dieser einfachen Tatsache habe ich mir jetzt beschlossen, ich mache da einfach mal vorübergehend noch weiter. Du Rainer, geh mal kurz runter an die Tür. Ich glaube, da hat jemand geklopft. Den interessiert das. Die Seite löschen und den Account löschen werde ich definitiv noch. Ja, dann mach's. Und zwar jetzt. Du hast noch 8 Minuten. Dann sind die Brötchen fertig. Wobei ich mir mit dem Account momentan nicht sicher bin, aber die Facebook-Seite werde ich definitiv wieder löschen. Ja, dann mach's doch einfach. Oder noch löschen, aber vorher will ich meine Webseite fertig bekommen. Ich arbeite zurzeit an einer Webseite, deswegen. Das war es dann eigentlich soweit von mir. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe ich aber, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Schaut auf Drachenlord rein, da gibt es jeden Tag die Woche ein Video. Also ab Montag natürlich gibt es jeden Tag in der neuen Woche ein Video zu meinen Top-Horror-Spielen, meinen Top-Horror-Filmen. Hier ein kurzes Dankeschön an Creeper Darkos, weil du mich im letzten Video erwähnt hast. Und weil. Ich erwähne ihn in jedem Video. Bei mir bedankt er sich nie. Rainer, das ist eine Unverschämtheit. Idee mehr oder weniger von dir übernommen habe, beziehungsweise ein bisschen weiter ausgearbeitet habe mit den Top-Horror-Spielen und so weiter. Die Top 5 Videos mache ich ja jetzt mittlerweile schon eine Weile, beziehungsweise habe die jetzt schon angefangen und will die jetzt auch weitermachen. Was ich auch wieder lustig fand, war, auf Drachenlord haben die meisten Leute wieder geschrieben, mein Anti-Hip-Hop-Video. Blödsinn, habt ihr nicht zugehört, habt ihr das Video nicht geschaut? Ich habe. Doch, Rainer. Wir haben es uns angesehen und haben gesehen, du hast versucht, lustig zu sein, aber man hat schon gemerkt, du magst keine Hopper. Kein Anti-Hip-Hop-Video gemacht. Ich habe gesagt, die komischsten Sachen im Hip-Hop oder die komischsten Hip-Hop-Sachen. Und das ist von mir ein Satire-Video gewesen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das wirklich so glaube. Das ist sowieso schwachsinnig. Das ist einfach nur ein Satire-Video. Leute, hey. Und das sage ich noch sogar noch zweimal im Video und sag noch dazu, dass so ein Video auch noch über Metal kommen wird. Ja, und da wirst du ganz böse auf die verschiedenen Mettler eindreschen, ne? Nein, warte mal. Ich glaube, er wird es eher so darstellen, boah, es gibt den coolen Mettler, den extrem coolen Mettler, den super coolen Mettler, den Drachenlord-Mettler und so weiter. Oh, ey. So, das war's dann soweit von mir. Danke ich euch fürs Zuschauen. Haut rein. Übrigens, eine Sache noch. Wirklich, muss das sein? Gruß an die beiden Fans, die mich in Imskirchen an der Sparkasse überfallen haben mit Fotos. Unglaublich. Ja, später wird er in der Sparkasse oder was, eine Volksbank, auf jeden Fall vorne in dem Raum, wo der Automat steht, Leuten auflauern, die morgens auf dem Weg zur Arbeit noch schnell ein paar Scheine ziehen wollen und die anplärren. Aber muss man auch verstehen, er hat seinen Krapfen vergessen. Unglaublich. Ich komme aus der Sparkasse raus und da kommen zwei Leute auf mich zugeschossen. Drachenlord, Drachenlord, können wir Foto mit dir machen? Und ich denke mir, bin ich wirklich im richtigen Ort? Coole Geschichte. Und hier ein Gruß an der Stelle. Ihr habt mir keinen Namen und nichts gesagt, deswegen kann ich euren Namen nicht sagen. Wobei ich das wahrscheinlich auch nicht machen würde. Aber coole Sache. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao, Leute. Tschö. Was, Moment. Blödsinnsflug 1. Die Blödsinnsflugs hatte er doch. Fängt er jetzt mit der Nummerierung wieder von vorne an? Na ja, gut, Rainer und Zahlen. Hello. Rainer, es geht ja nicht um die Band, es geht um den Feiertag. Dann schreibt sich das mit A. Egal. Halloween Schminke. Sonntag, 26.10.2014, wolkenlos, 6 bis 15 Grad.
Da bin ich ja mal gespannt, wie er sich schminkt. Vielleicht hat er ja von Rita den alten Schminkkoffer gefunden und dreht sich jetzt ein paar schicke Lockenwickler in die Augenbrauen oder so. Das wird bestimmt schick. Metal, Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Hallo, Rainer, bei dir brummt's wieder im Hintergrund. Was denn da los? Ist der Luan noch an? Heute gibt es bloß einen kurzen Ausschnitt, beziehungsweise es gibt heute zwei Videos, den Drachenvlog und den kurzen Blödsinnsvlog. Und im Blödsinnsvlog heute, wie ich mich geschminkt habe für mein Horrorvideo, das am Freitag kommen soll. Ich weiß noch nicht, ob ich das so hundertprozentig hinbekomme, wie ich möchte. Aber da dazu wird gleich gesagt. Moment, worum geht's? Du hast ein Video gemacht, wie du dich geschminkt hast für das Video, das am Freitag kommen soll. Du weißt aber nicht, ob das, du das so hinbekommst, wie du es möchtest. Rainer, du bist schon wieder abgeschminkt. Das bedeutet doch, du hast das Video schon aufgenommen. Also in einer normalen Welt mit linearer Zeit, oder? Oder bin ich jetzt komplett baller schon wieder? Es kommt ein Video. Ab Montag jeden Tag, und zwar nicht der Zeller der Vlog oder so, sondern es kommt jeden Tag ein Video auf Drachenlord. Top 4, die Top 5, und zwar in dem Fall meine Top 5 Horrorfilme, meine Top 5 Horrorspiele, meine Top 5 Horrorgestalten, meine Top 5 irgendwas. Also alles mit Horrorromane? Okay, das war fies. Horror bis zum 31. am Freitag, und das ist nämlich dann der Halloween. So, dann jetzt kurz das Video, das habe ich jetzt schnell geschnitten. Es ist also für euch soweit schon fertig. Am Ende werdet ihr mich gleich nochmal sehen, wie ich hier sitze und Hallo sag und dann nochmal Tschüss sag und dann, ja, danke euch fürs Zuschauen und viel Spaß. Du sagst am Schluss noch mal Hallo und Tschüss. Gut, kann man auch so machen. Das war aber eben auch ohne Ton. Er hat es natürlich mit Musik unterlegt, mit viel zu lautem Pulsstampf-Metal-Zeug. Also maximal unpassend, wie immer. So kennt man ihn. Rainer, es ist übrigens absolut sinnlos, dass du redest, während du das machst, wenn du hinterher den Ton entfernst und durch setzt. Abgesehen hat das auch noch beschleunigt. Aber sieht schon gut aus, oder? Als hätte er sich eine Scheibe Schinken an die Backe gepappt. Hoffentlich kommt auch noch Klacks Marmelade ans Ohr, die dann das explodierte Trommelfell darstellen soll. Aber ich glaube, auf die Idee kommt er erst später. Bin jetzt kein Auskenner, aber sollte man nicht erst die Formmasse aufbringen und dann die Farbe drüber machen? Stunden harte Arbeit. Ich finde das immer faszinierend, wenn ein Schauspieler bei einem Film für einen Drehtag. Ne? Was los? So sehe ich jetzt fertig geschminkt aus. Toll. Wunderbare Darstellung von Rasurbrand, hast du fein gemacht. Aber warte mal kurz. Wenn Schauspieler für einen Drehtag länger in der Maske sitzen, als dann eigentlich gedreht wird. Fleischwunde sieht, glaube ich, gar nicht mal so schlecht aus. Ja, handelsüblicher Rasurbrand, kennt man, Rainer. Da ist mein Spiegel und meine Kamera. Wie viel Spiegel er damals noch hatte. Ja, und so werde ich jetzt drehen. Oha. So, der Vlog hat heute eigentlich nicht ziemlich viele Infos drin.
Das ist ja mal eine Ausnahme. Werde jetzt nach dem Dreh vielleicht noch kurz was sagen. Kommt jetzt darauf an, wie lang der Vlog dann ist. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß mit dem Horror auf Drachenlord. Bäh. Ganz schlecht sah es nicht aus. Gut, ich verstehe nicht, warum er sich den Dreck noch ins Gesicht geschmiert hat, aber die Wunde an sich hat er gar nicht mal so schlecht hinbekommen. War ein bisschen blöd platziert, weil von vorne sieht man kaum was, aber so, also war nicht übel. So, jetzt direkt nochmal danke fürs Zuschauen. Der Blödsinn-Vlog ist wirklich sehr kurz, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und ja, weiter gibt es dafür nichts zu sagen. Dafür gibt es heute noch einen anderen Vlog. Danke fürs Zuschauen, haut rein und ciao. Ja, da gibt's eben noch einen anderen Block-Vlog. Aber erst gibt's Drachenlord-Fanpost 006, zweimal ein und zweimal Genre. Und nein, ich habe absolut keine Ahnung, was er uns mit diesem Titel sagen will. Ich glaube, er will uns was sagen, aber was, das weiß wahrscheinlich nicht mal er. Von Sonntag, dem 26.10.2014, klarer Himmel, 6 bis 15 Grad, und das hatten wir vorhin ja auch schon. Ach, Ja. Metal-Leute. Junge. Sag mal. Mädels, gürtet euch auf dem Stuhl fest, nicht, dass er gleich im Monitor springt hier. Rainer. Ja, sag mal. Ja, Servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Ihr merkt schon, ich bin ziemlich fertig gerade und liege auf meinem Bett. Heute haben wir Fanpost. Und zwar nicht wenig, wieder mal. Was liegt da hinten? Nein, ich liege jetzt hier nicht auf der Fanpost, aber ich liege heute im Bett. Ich habe auf Instagram vor kurzem ein Foto gepostet, dass es mir momentan nicht so gut geht, weil ich so einen riesen fetten Fleck, um genau zu sein, so einen riesigen fetten blauen Fleck auf dem Arsch habe. Wie hast du das denn wieder geschafft? Wir wissen ja, er fast verletzt sich immer, wenn er versucht, durch den Zaun zu greifen, aber da? Aber vielleicht hat er sich auch einfach nur im Treppenhaus versucht umzudrehen, und wir wissen ja, Heck schwenkt aus. Da passiert sowas. Aber Rainer, ich habe trotzdem mal eine Frage. Was ist da denn da? Ist das eine Lisa mit ohne Luft drin? Ja, das ist wirklich mein Arsch gewesen. Eigentlich wollte ich das erst am Vlog am Sonntag bekannt geben, aber das sage ich auch noch mal kurz und da erzähle ich auch noch mal kurz die Story dazu. Also einfach bis zum Sonntag warten. Hätten wir das so lange aus? Gut, Fanpost. Ich habe hier schon einiges da. Ich fange mit der hier kurz an. Ich werde in Zukunft nicht mehr alles an Fanpost vorlesen, weil es einfach so unglaublich krass ist, Och, schade. dass ich das dann alles schaffe und dass die Videos dann nicht immer so lang werden und ich nicht immer zwei, drei Teile machen muss, werde ich in Zukunft nur noch die originellsten Sachen vorlesen. Das hier wäre eigentlich schon mal ein Punkt, wo ich vorlesen würde, weil die Postkarten nicht so extrem groß sind. Ja, da passt weniger Text drauf. Der ist aus Ungarn, also aus Budapest. Richtig cool, also. Woher weiß er, dass Budapest in Ungarn liegt? Rainer, ich bin verblüfft. Vielen Dank dafür an Christian und Dennis. Sehr geil und liebe Grüße zurück. Ich kann euer Schrift allerdings leider nicht lesen. Es tut mir leid. Sie glauben, diese Story ist wahr. Tut mir echt leid. Kann ich leider nicht vorlesen, weil ich die Schrift nicht lesen kann. Es tut mir unglaublich leid. Sorry. Ach hier. Auch den Brief hier werde ich nicht vorlesen, weil es zu krass ist, weil es sind zwei Seiten. Ja, zwei Seiten, das ist natürlich extrem viel Text. Meine, gut, wir wissen, er liest, seit er ein kleines Kind ist, extrem dicke Bücher und von morgens bis abends irgendwelche wissenschaftlichen Studien, aber zwei Seiten, nee. Ich meine, so eine Studie, wer kennt es ja, das sind drei Zeiler maximal. Aber so ein Brief, uiuiuiui. Du hast gesagt, es ist dir egal, ob ich ihn vorlese oder nicht. Es ist ein unglaublich großer Brief von Matze. Ja, es ist ein unglaublich krasser, langer Brief von Matze und ich danke dir dafür. Du hast auch mir ein Bild dazu geschickt. Also die Person, die gemeint ist, weiß natürlich bestimmt Bescheid. Und der Spruch mit deiner Freundin ist echt nicht schlecht. Ich kann dir Autogrammkarten schicken, aber ich kann dir leider nur die normalen schicken. Tut mir leid. Och, schade. Hast du auch Abnormale? Denn die anderen sind eigentlich ja für spezielle Leute gewesen. Es war
nicht damit geht. Also ich habe die, du wolltest ja eigentlich eine Autogrammkarte mit diesem lila Stich. Ja, ein der Fehldrucke. Diese Autogrammkarten sind aber eigentlich, weil ich habe davon noch drei Stück. Die eine hat ja damals schon ein Mädchen bekommen und Natürlich. Wer auch sonst, Rainer? die anderen drei sind damals dann von und die anderen drei, die habe ich noch, aber die möchte ich eigentlich, habe ich beschlossen, wenn Moment, hat er nicht gesagt, er hatte fünf? ich jemanden persönlich treffe und mir denke, okay, der verdient die ganz besondere Autogrammkarte, dann bekommt er eine von denen. So, und damit du dich jetzt nicht gekränkt fühlst, ich habe nicht einmal Master Cem, dem ich damals ja Autogrammkarten geschickt habe, nicht einmal er hat eine von den Lilanen bekommen. Ja, und da war dann die Freundschaft zwischen ihm und dem Master Marmeladentyp auch aus, ja. Von daher, so. Was nun passiert? Warum hast du jetzt ein Fifi auf dem Kopf? Okay, den kann ich sogar vorlesen. Rainer, du liest das jetzt aber nicht beschleunigt mit Mickey Maus Stimme vor, oder? Hallo Drache, Servus. Kann sich noch jemand an die Käferbande erinnern? Die haben gerne mal Bums die Videos auf halbem Tempo abgespielt, weil das auch seine Rendergeschwindigkeit so schön dargestellt hat. Weiß nicht warum, aber das hat schon ausgereicht, damit ich hier einen Lachflash nach dem anderen bekommen habe. Schicke mir doch bitte zwei Autogrammkarten, da ich diese als Geburtstagsgeschenk brauche. Und grüße doch mal den Markus, der am 30.10. seinen Geburtstag feiert. Servus Markus, alles Gute. Hochachtungsvoll, der Matze. So, ich habe auch einen der Matze in meiner Friendlist. Ich kann euch die leider nicht schicken, es tut mir leid, es wird noch ein bisschen dauern. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt jetzt. Ja. Rainer, pack's doch einfach so irgendwie weg. Eine Person hat mich damals noch auf der Facebook-Liste, auf der Facebook-Seite rechtzeitig angeschrieben und sagte, ich soll ihren Brief auf jeden Fall vorlesen. Na, gut, der Türken wieder rein. Junge, was für ein Grobmotoriker. Ui. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe, könnte in dem Brief was drinnen sein, was da nicht reingehört. Oh. Ein was denn? Ein Buch? Ja. Ich mache den Brief jetzt mal auf und sage euch das aber dann gleich ganz deutlich, was da das Problem ist. Hat ihm jemand eine Briefbombe geschickt und das ist, glaube ich, illegal. Genau, das hier ist das Problem. Ihr dürft kein Geld verschicken, das ist Sagt wer? strafbar. Sagt wer? Und ich darf dieses Geld nicht annehmen. Sagt wer? Das ist das Problem. Wie kommt er auf sowas? Das Geld, das ist strafbar. Ich darf kein Geld annehmen und ihr dürft mir kein Geld schicken. Rainer, wer sagt das? Verschicken von Geld ist strafbar. Ja, das hast du bereits gesagt, aber wie kommst du auf diese Idee? Es tut mir echt leid, aber das muss ich euch. Ja, das schicke ich euch zurück. Tut mir leid, das ist strafbar. Das dürft ihr nicht machen. Rainer, du darfst das nicht zurückschicken. Geld verschicken ist strafbar. Ihr dürft mir Zeug schicken, wenn ihr unbedingt mir was schicken wollt, dann dürft ihr mir irgendwelches Zeug schicken. An dieser Stelle kurz gesagt, ich habe noch die Möglichkeit, Fanpakete anzunehmen. Ich arbeite aber dran. Was? Ach, ich habe doch keine Möglichkeit, meine Güte. Fanpakete anzunehmen. Ich arbeite aber dran. Falls ihr mir denn noch etwas schicken wollt, meine Adresse ist in der Beschreibung. Achtung, nicht ans Postfach schicken. Ja, danke. Rainer, danke, wir haben es gelesen. Junge Rainer. Hallo? Reini? Geht das Video noch weiter? Was glaubt der eigentlich, wie langsam wir lesen? Dazu wird, wie gesagt, demnächst noch irgendwann meine Adresse rauskommen. Da könnt ihr mir das ganze Zeug hinschicken.
Und ja, wie gesagt, ihr dürft mir das nicht, ihr dürft mir kein Geld schicken. Das ist, ich möchte, dass ihr das alle wisst, ihr dürft das nicht, das ist von. Ja, das ist nämlich strafbar. Mal davon abgesehen will ich das auch nicht und es ist strafbar. Es ist strafbar und verboten und auch strafbar. Rainer, wir haben es gelesen. Fängt ja schon wieder an mit dem Quatsch. Mensch, hör doch mal auf mit der Mickey-Maus-Stimme und dem Tempo. Ich heiße Nico und bin ein wirklich treuer Verfolger von deinem Channel. Du machst es wirklich gut. Eine Stimme für einen gemeinsamen, für eine, was? Eine Stimme für einen gemeinsamen friedlichen Metal, dass wir alle zusammenleben können und auch die Welt ein bisschen und auch die Welt ein besserer Platz werden kann. Genau, durch seine Videos wird die Welt ein besserer Platz. Daran glaube ich fest. Also lass dich nicht von Hatern, von den Hatern unterkriegen. Die sind doch alle ohne über alle auf einmal zu urteilen. Das finde ich gut. Es gibt auch Ausnahmen. Wenn du das in normalem Tempo abspielen würdest, könnten wir vielleicht auch halbwegs verstehen, worum es geht. Aber alle sind, also stand jetzt in Klammern da, aber alle sind doch nur neidisch, dass jemand für seinen Traum und seine Herz, für seinen Herzenswunsch einsteht. Und sag auch gerne Genre. Das habe ich mir mittlerweile angefangen abzugewöhnen. Und sag auch gerne Genre. Du machst doch eh, was du willst. Und nicht. Entschuldigung, aber kurze Anmerkung wieder zum Brief. Ich soll echt die Schnauze halten, sorry. Der Satz ist ein bisschen komisch aufgebaut. Rede. Aber Rainer, ist das wirklich dein Ernst? So was setzt du deinen Zuschauern vor? Jetzt mal unter uns. Also ich mache ja schon viel Quatsch. Aber das ist einfach nur eine Frechheit. Und sag auch gerne Genre und nicht Genre. Ich sag dazu nichts. Das ist doch auch ganz egal. Und jedem. Da steht. Ich sag das jetzt selber, da steht wirklich zweimal Genre. Tut mir leid. Das bringt mich jetzt gerade raus. Es ist doch auch ganz egal. Ich glaube, ich mein Schwein pfeift. Der lädt das so hoch. Moment, ich muss jetzt mal wirklich kurz in den Wald und ein paar Bäume anbrüllen. Bin gleich wieder da. So, jetzt ist mir's wohler. Nicht viel, aber ein kleines bisschen. Also eigentlich habe ich versucht, gerade ein bisschen was gegen meinen Heuschnupfen zu machen. Hat natürlich wieder mal nicht funktioniert. Egal, Rainer, komm, mach weiter mit der Mickey Maus. Jemand und jedem seine Sache. Rainer, das war ironisch. Ach komm. Wie man Genre sagt. Wir sind ja schließlich in Deutschland hier. Stimmt auch wieder. Ich habe einen frankierten Umschlag und Geld dazu getan. Und Ja, und Geld darf man nicht, das ist strafbar und illegal und verboten. würde mich sehr über insgesamt 4 Autogrammkarten sehr freuen. Sie sind für Geburtstagspräsent. Ich schreibe hier mal die Widmung hin. Wir haben ja auf Facebook bereits geschrieben, dass ich dir die leider nicht schicken kann. Für Hans, Niklas, Glückwunsch. Für Hans, Glückwunsch zu deinem Zwilling. Für Hans, Glückwunsch zu deinen Zwillingen. Da hat anscheinend jemand Zwillinge bekommen. Vielen. Was? Glückwunsch zu deinen Zwillingen bedeutet, da hat jemand Zwillinge bekommen. Da wäre ich, also, wie er das messerscharf kombiniert. Da ist Nick Knattertonnen feuchter Furz gegen. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit den beiden. Für Jagomo, für Jagomo, alles Gute zu deinem Geburtstag. Auch von mir. Für Nico und für Philipp. Okay. Das hat abgeschnitten. Danke dir vielmals, lieber Drache. Bitte bleib. Bitte bleib offline. Bitte bleib kontinuierlich authentisch, so wie du bist. Metal, Leute. Du hast mir einen Rückumschlag geschickt. Ich habe dir bereits gesagt, ich kann dir leider keine Autogrammkarten schicken, weil ich im Moment keine habe. Und wie gesagt, das muss ich dir mit zurückschicken. Leider darfst du nicht. Wenn du das machst, verschickst du Geld. Das ist verboten, ne? Dann kommt Herr Müller und tut dich nach dem Gefängnis hin. Das darf ich leider nicht annehmen. So,
So, den letzten Brief durfte ich gar nicht vorlesen, sorry. Das Autogramm werde ich dir zuschicken, es ist halt dann keine Karte, aber du sagtest ja, dass es nicht so wichtig ist. Ich werde mir Das war jetzt das Video. irgendwas anderes überlegen, vielleicht fällt mir irgendwas Cooles ein. So. Ja, Rainer, dir wird bestimmt was Cooles einfallen. Du bist ja, also, wenn mich jemand fragt, coole Einfälle, wer fällt dir dabei ein, denke ich sofort an ihn. Da kannst du mich zu jeder Tages- und Nachtzeit wecken. Sag ich spontan, coole Einfälle, Bumsti. Ansonsten eine kurze Sache dazu. Wenn ihr mir selbst auch Fanpost schicken möchtet, könnt ihr mir da Fanpost an die Adresse schicken, die unten in der Beschreibung verlinkt ist. Unter mir kommt ihr zu Drachenlords. Rechts von mir kommt ihr zu Drachen Games. Das ist mein Let's Play-Kanal, da könnt ihr überall mal reinschauen. Rainer, das mit rechts und links üben wir noch. Auf Drachenlords werdet ihr in den nächsten 2, 3 Tagen ein Aufklärungsvideo finden. Da Um Gottes Willen. werde ich ein Aufklärungsvideo machen über Sex. Und sexuelle Aufklärung eben. Dann werde ich ein paar Videos machen und auch mit euch zusammen. Das heißt, da könnt ihr mir auch Kommentare schreiben und dann werden Wenn er ein Video über Sex macht, das ist in etwa so, als würde ich ein Video über Nukularphysik machen. wir da mal drüber sprechen. Ansonsten findet ihr in der Videobeschreibung meine Adresse, wo ihr mir Fanpost hinschicken könnt. Dann seid ihr vielleicht selbst mal dabei, wenn ihr was Kreatives schreibt. Weil ich Ja, und dann wirst du es kreativ vorlesen mit deiner lustigen Mickey-Maus-Stimme. Hurra! in Zukunft nur noch die kreativen Sachen mit reinnehmen, weil sonst wäre es zu viel. Ansonsten habt ihr unten in der Videobeschreibung meinen Skype, meinen Facebook-Account. Ansonsten habt ihr unten in der Videobeschreibung einen Account von mir, von Metal Flirt, einen Account von Twitter, einen Account von Instagram und ja. Und dein OnlyFans. Ja, das war's von den Accounts soweit. Dann findet ihr unten noch meinen Fan-Stuff. Da könnt ihr Fanshirts und so weiter kaufen, falls euch das interessiert. Müsste mittlerweile auch vom Drachenvlog, also von Drachenvlog müsste es auch mittlerweile das Logo als Shirt geben. Und ansonsten auf meiner Webseite findet ihr in Zukunft, das ist aber noch nicht fertig, also das ist noch ein bisschen hin. Dann sag's uns, wenn's fertig ist, Rainer. Falls ihr das Video hier in einem halben Jahr oder was schaut, das ist auf jeden Fall fertig, aber im Moment. Oh, dann müsste es ja mittlerweile fertig sein. Geht mal schnell hin, drachenlord.de oder so ähnlich, keine Ahnung. Momentan ist es noch nicht so weit, dass ich da. Momentan ist auf meiner Webseite noch nichts verlinkt, aber da soll in Zukunft auch was zum Kaufen sein, und zwar Poster, Sticker und Shirts. Poster, Sticker und Patches, aber momentan gibt es die noch nicht. Gut, ansonsten danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Bis dahin, euer Drachenlord. Haut rein und ciao, Leute. Also, Rainer. Bei dem Video solltest du dich bei den Zuschauern nicht bedanken, sondern entschuldigen. Ich lese eure Briefe vor, aber ich beschleunige es und zwar so, dass es keiner mehr versteht. Dann macht es doppelt Spaß und dann habt ihr auch richtig Freude dran. Also, ernsthaft, da fehlen mir die Worte. Und nee, echt. Ich bin jetzt so perplex, also ich weiß, das Video ist jetzt heute etwas kürzer, aber ich bin jetzt doch etwas perplex und auch etwas angemettet. Also, ob heute noch was kommt, kann ich jetzt gar nicht versprechen. Abgesehen davon ist meine Nase schon wieder zu betoniert. Oh, was ein Elend. Gut, würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, das dann spätestens morgen ist. Und bis dahin, möge das mit euch sein und wenn's im Wald brüllt, das bin ich. Klingt mir gerne mal. Tschö. So, schön gemacht, das war's. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.